Gregory Sertig, ausgebildet bei Bordeaux, mit 20 schon französischer Meister, Champions League und Europa League erprobt, zuletzt bei Olympique Marseille jedoch außer Rang und Traktanden. Deshalb die Leihe bis im Sommer nach Zürich. Manje setzt auf ihn und im Vergleich zum Napoli-Spiel auf vier weitere Neue in seinem Team. Schönbechler, Marquesano, Kelliffi und Sisse ebenfalls neu mit dabei. Hemmungen hatte Coach Ludovic Manje bei seiner Mannschaft im Spiel gegen Napoli ausgemacht und die will er beim Leader im Stade Suisse natürlich nicht noch einmal sehen. Ibes Gamalö, nach 4 Minuten jedoch hemmungslos freistehend, macht aber nicht viel draus. Auch die Gäste tasten sich langsam nach vorne. Domcioni mit der Zeit für die Flanke. Marquesano, erster Abschluss, FC Zürich. Wenig später die erste gelbe Karte. Sie geht an Gregory Wüttrich, eher der einzige Neue bei Ibe im Vergleich zum 1:1 gegen Thun. Wüttrich ersetzt den gesperrten Ebischer. 20 Minuten lang fehlt diesem Spiel das Tempo. Gamalö bislang eigentlich der einzige Aktivposten. Dann Assalé. Benito kommt zur Hilfe und dann Nsame. Yannick Brechers Reaktion sei Dank, der FC Zürich nicht in Rückstand, weil sein Torhüter hier klasse reagiert. Die Ecke darauf bringt dann nichts ein. Der FC Zürich aber ebenbürtig wartet auf seine erste große Chance. Marquesano, wen spielt er an? Haha, gar keinen, er läuft durch und scheitert an von Balmos. Ja, was hätte er da alles machen können? Ibis Abwehr spekuliert auf Abseits. Marquesano durch. Sisse links, Kelliffi und Untersee rechts. Alle zusammen nicht unbedingt einverstanden mit dem finalen Abschluss. Der Schweizer Meister tut sich weiter schwer, schon im Aufbauspiel. Im Mittelfeld wartet Lauper auf den Ball. Sisse gedankenschnell. Kelliffi im Zusammenspiel mit dem agilen Marquesano wird dann abgedrängt. Alles in allem aber kann Gerardo Seoane mit dem Gebotenen zur Pause nicht zufrieden sein. 0:0. Gregory Sertig übrigens umsichtig und ruhig, verleiht dem Zürcher Spiel Stabilität. Rein in die zweite Halbzeit, wo Fasnacht den Ball nach vorne treibt. Assalé. Die Zürcher haben den Ball. Geben ihn aber wieder her. Karabatze direkt auf Fasnacht. Rums! Wie schon gegen Thun scheitert der an der Latte. Oder besser, an Yannick Brecher, der Schlussmann, auch diesmal dran. 2 Minuten nach dem zweiten Metalltreffer, Ecke Ibe mit Thorsten Schick. Wieder Fasnacht und diesmal ist auch Brecher machtlos. 1:0. Bangura und Maxö können Kopfballtorpedo Christian Fasnacht nicht entscheidend stören. Ibe vorn. Aber noch nicht raus aus dem Gröbsten, denn der FC Zürich weiter aufmerksam und lauernd. Schönbechler. Der sieht Sisse, die auffälligste Szene für den Vertreter Steven Odeis. Und gleich noch einmal der FC Zürich mit Kelliffi. Der bleibt an Steve von Bergen hängen. Der FC Zürich voll in der Vorwärtsbewegung erwischt. Viel Raum für Nsame, der hier das einzig Richtige macht. Gamalö mit dem 2:0. 11 Minuten nach dem ersten Ibe-Volltreffer. Kein Abseits von Nsame und auch danach alles korrekt. Nur davor nicht. Bei der Entstehung des Treffers Steve von Bergen spielt den Ball nicht, wohl aber trifft der Routinier Kelifis rechten Fuß. Für mich ein Foulspiel. Draußen muss Ludovic Manje aber auch konstatieren, dass Ibe sich in der zweiten Halbzeit steigern konnte, der FCZ nun unterlegen ist. Mit der entblößten Verteidigung zudem ein Opfer der schnellen Ibe-Konter, Gamalö. Yannick Brecher fehlt es nicht an Arbeit. Das letzte Stück nehmen die Young Boys dem FCZ-Keeper dann aber ab. Über links Garcia noch einmal auf Gamalö. Beleg für die Ibe-Dominanz im zweiten Abschnitt. Deshalb der Ibe-Sieg am Ende auch verdient. Die Young Boys schlagen den FC Zürich mit 2:0. Ja, die Halbzeit ist nicht ganz so, wie wir uns das vorgestellt haben. Wir haben sicher fast ein bisschen zu fest verwaltet, zu viele Fehler, die eigentlich nicht so üblich ist für uns. Und nachher, ja, haben wir in der Pause
einander angeschaut und gesagt, Jungs, so geht es nicht, Gang höher schalten. Da sind wir auch, glaub, dementsprechend aus der Pause gekommen und ja, den Turbo gezündet, wenn man so kann sagen, und haben dann auch die Goal geschossen. Goal mit Ankündigung, rausgekommen, zum ersten Schuss und dann das Goal. Ja, haben wir natürlich gewohnt. Ich hatte letzte Woche schon einen Schuss gehabt, die Latte. Jetzt hebt er gerade die Latte draußen und dachte, ja, hoffentlich klappt es. Und dann ist zum Glück mit dem Standard dann das Glück zurück. Ich bin content und ich trouve déjà que l'équipe a fait une très bonne première mi-temps. Faut garder ça, faut garder le positif. Après, on savait que c'était dangereux sur coup de pied arrêté. On est mal rentré, je trouve, en seconde mi-temps. Voilà, c'est des petites erreurs de jeunesse qu'il faudra gommer à l'avenir. Mais faut garder le positif et lever la tête pour les prochains matchs.